Alles klar. Ein neuer Tag, ein neues Glück, ein neues Geweih im Gesicht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty zusammen mit Kurgafister Udwin. Und Udwin. Und Udwin. Hallo Udwin. Aber Alter, dieses... Ich muss dieses Geweih auf kurz oder lang. Hi, Udwin. Hallo. Ihr Lieben, hallo. Ja, Tim, ich würde die Holzschale hier in deine Bude nochmal hier vor die Hütte legen, oder wo soll ich den holen? Wollen? Bitte in die Kiste, in der Küche. Ja, in die Küche, alles klar. Dann machen wir das. Ja, ach guck mal, eine Bronzeschere haben wir sogar. Ja, weil die Frage ist halt, was machen wir denn? Was ist das denn hier? Ui, guck mal da. Alter, so. Guck mal kurz. Ja, ich habe 430 Flachs dabei. Sekunde. Ich muss das mal ganz kurz in die Scheune bringen. Ja. Sonst vergesse ich das und das wird schlecht. So. Tim, Ute, den Flachs kannst du ja hier dann gleich mal dreschen und so Krams da machen. Kann ich, meine, das hier, ist hier, so schnell hinter gemacht. Hä, habt ihr das? Oh, Kurga, bitte nimm meine Hand. Lol. Hä, wie hast du das denn gemacht? Was gibt's ein Emote-Rad oder sowas? Ja. Man kann sogar Papierstein-Schere machen. Hier, ich nehme jetzt. Ach ja! Stein. Ja, stimmt. Das haben wir ja in der Quest freigeschaltet. Eben, das haben wir doch in der Quest freigeschaltet. Wie geht denn das? Wie hast du das aufgemacht? Nein! Damn it, ich sag das nicht. Ist ja geil. Was ist das hier? You look lovely. Oh, wow, danke schön. Auf B kann man dann noch Kategorien. Ah, machen. B. Ja, stimmt. Ich hatte euch mal ganz am Anfang irgendwann mal gemacht. Nee, ey. Das ist ja cool. Wie hat man zwischen erster und dritter Person eigentlich nochmal hinterher? Der Schalter. Mausrad. Mausrad einfach. Ach, mal einfach Mausrad. Ah, mit B. Aber B ist bei mir. B geht bei mir nicht. Bravo. Also, wenn ich B gedrückt halte, kriege ich das Emote-Rad. Ach, gedrückt. Ah, dann habe ich das vielleicht umbelegt. Ich muss mal eben gucken. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Ja, haben die gleichen Stimmen. I love you. Emote Menü, das ist bei mir Alter. Gar nicht belegt. Das werde ich nur niemals bei meiner Frau benutzen. Ah ja, hier, okay. Hier ist Schere, Stein, Papier. Okay, lass mal Schere, Stein, Papier spielen. Also, wir müssen quasi von 3 auf 1 runterzählen und dann wählen wir quasi und dann klicken wir quasi gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1. Ah, er hat gewonnen. War das nicht Papier, was du genommen hast? Nee, ich hatte Schere. Okay, okay. Kannst du mal aufhören, hier durchzugehen? Was soll denn das? Hinterherrennen. Okay, nochmal. Ich glaub, wir haben 3, 2, 1. Jetzt hatten wir beide Papier. Okay. Da sehe ich es. Das ist dabei Stein, Pergament, okay. Schere. 3, 2, 1, go. Ah, du hast schon wieder gewonnen. Ma, das war nicht verloren. Hatte ich jetzt gerade Schere gemacht? Ich hatte zweimal Schere und er hatte Papier. Ich glaube, ich hatte Papier gerade. Ich hatte, glaube ich, Papier, aber es sah aus, als hätte ich Papier gemacht. Schere gemacht, aber es war Papier. Ich schaue es mal. Ja, Tatsache, es ist Papier. Okay. Irgendwas geplant heute. Ganz eine halbe Stunde lang nur Schere, Stein, Papier spielen. Special-Folge mit Evil Dynasty, Schere, Stein, Pergament. Genau, 3 Stunden. Also ich glaube, Priorität sollte oben links haben, dass wir jetzt zwei traurige Dorfbewohner haben, warum auch immer. Na, die sind jetzt aber gerade wieder, also sie haben sehr glücklich werden. Das war bloß, als die Häuser umgebaut wurden. Ich sollte sie jetzt wieder machen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wir können jetzt langsam mal so ein bisschen an der Automatisierung arbeiten, dass wir noch mehr Häuser machen, die wir ausbauen. Mhm. Und jetzt mal wirklich mehr Leute ranbekommen, die uns Holz bringen, dass das wirklich mal die Versorgung stimmt. Mhm. Also lebensmitteltechnisch sollte es auch gut aussehen, wenn wir jetzt mehr Leute holen, weil ich habe jetzt zwei große Haferfelder, die jetzt am Wachsen sind. Mhm. Die werden dann im Herbst gleich geerntet und ein großes... Achso, das ist leer, das Feld sehe ich gerade. Anyway, okay, aber wir haben richtig viel Roggen geerntet. Das heißt, Roggenbrei gibt es ohne Ende. Und Hafer wird es demnächst jetzt richtig geben. Ich würde halt gerne mal was backen, so, weißt du? Was brauchst du denn dafür? Was hast du da jetzt angepflanzt? Also ich habe jetzt zwei große Haferfelder. Da wird Hafer jetzt dann im Herbst geholt. Und das dritte ist gerade momentan brach. Mit Eiern müsstest du ja auch backen können, ne? Da könnte man, also man kann mit allem backen. Mit Weizen, Roggen, Das ist ja, cool. Sogar nur Mehl. Haferbrötchen könnte man machen. Dafür braucht man Mehl und Haferkorn. Ja. Und ein Ei. Aber Eier bekommen wir eigentlich durch die Hühner doch, oder nicht? Ja, genau. Ich gehe mal kurz in den Hühnerschuppen und guck mal kurz, ob da Eier liegen. Ja, die müssen wir halt sammeln, ne?
Ah ja, hier, ja klar, ja, die genau. Hier, ne? Da habe ich auch schon immer wieder welche rausgeholt. Also die können wir da immer wieder rausholen und dann. Perfekt, da müsste man jetzt halt nur gucken, wie man Mehl herstellt. Das müssen wir noch eigentlich am Mehlstein hier im Kornspeicher hier, beziehungsweise hier in der Scheune machen können, oder nicht? Mahlstein. Mehl, ja. Was hast du als Hafer angepflanzt? Ich habe jetzt zwei Haferfelder, aber ich habe ganz viel Roggen geerntet. Der Roggen müsste jetzt hier irgendwie. Aus Roggen, Weizen und Hafer kann man Mehl machen. Das heißt, perfekt. Man könnte dann auch Brötchen backen damit. Das heißt, wir müssen jetzt bis Herbst warten, dann gibt's die. Alter, warte. Bist du schon wieder erstmal 500 Meter weit gesprungen? Hey, ich mach das immer. Weißt du, ich laufe hier so lang, kommt 3 Meter über mir ein Mensch geflogen. Ich dachte so, was ist das denn jetzt, was da über mir gerade spawnt, ey? Wieder völlig übertrieben, das Spiel, ey. Also wir haben auch ganz viele Bronze-Äxte hier in der Schmiede, in der Truhe, falls ihr da welche jetzt zum... Weil wir werden ja wahrscheinlich viele Ressourcen brauchen. Ja, ich werde jetzt nochmal ganz kurz mir den Esel schnappen und nach Piastovia reiten. Mhm. Mal ganz kurz nochmal was bisschen verkaufen, Inventar nochmal leer kriegen. Übrigens, apropos Eier, also sind auch einige hier in der Küche noch drin. Da habe ich auch damals schon welche reingelegt. In der Truhe bei der Küche sind auch einige Eier noch dazu. Super. Eier, wir brauchen Eier. Wie Oliver Kahn sagen würde. Guten Abend, Gauner. Schön, dass du da bist. So, was haben wir denn? So, da können wir eigentlich... Boah, also du hast in die Küche die Eier gelegt, Utwin? Genau, in der Truhe in der Küche. Okay, weil wir haben noch ganz viele im Kornspeicher, dann bring ich die auch mal eben rüber. Tim hat sich die Portal-Gun reingepatcht, ich glaube auch. Ich meine, im Kornspeicher ist es dann, dass es die Dorfbewohner verbrauchen können, in der Küche können wir es halt selbst dann weiterverwenden. Oder wenn wir jemanden in der Küche einstellen, reicht es dann, glaube ich, auch, wenn es im Kornspeicher drin ist. Ich glaub, ja, haben wir aber, wir können richtig viel backen dann, ne? Wir haben jetzt irgendwie schon über 80 Eier. Backen, über 90 sogar schon. Gebacken. Aber die Frage ist doch aber, wie verbraucht sich das denn? Also kommen wir länger mit Lebensmitteln klar, wenn wir das nicht verbacken, sondern zu Brei machen? Weil die Sache ist, wenn wir jetzt mehr Dorfbewohner holen, die wollen ja auch alle ernährt werden. Das heißt, kommen wir dann auch zeitlich, also nahrungstechnisch so weit hin, dass die sich dann auch versorgen können alle? Nicht, dass wir dann Nahrungsengpass haben, weißt du? Das sollten wir erstmal prüfen. Vielleicht. Ich glaube, für die Dorfbewohnerversorgung reicht das Fleisch, was wir aktuell reinbekommen, eigentlich sehr, sehr gut aus. Wie es jetzt ausschaut, was effektiver ist, ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, so normalen Brei zu machen war immer sehr effektiv für die Bevölkerung. Jetzt höherwertige Lebensmittel zu backen oder so, holt man sich ja hauptsächlich wegen den Buffs, die sie noch bringen und weniger wegen den Sättigungssachen. Deswegen bin ich mir gerade unsicher, ob die jetzt sehr viel mehr bringen oder ob man die lieber hauptsächlich als Spieler zu sich nimmt, um eben die ganzen Buffs zu bekommen, weil das ist ja eigentlich, die Buffs sind ja egal für die Bevölkerung. Hat denn das irgendein Buff? Warte mal. Wir haben übrigens einen Ferkel bekommen hier, ne? Ja, genau, das haben wir letztes Mal schon bekommen. Cool. Okay. Reite ich jetzt mal auf Rudi. Reite ich jetzt mal nach Piastovia. Ach, tatsächlich, ein Haferbrötchen gibt für 180 Sekunden 10% geringeren Ausdauerverbrauch. Aber du hast gesagt, Udo, dass wir trotzdem auf die Breie gehen sollten, ne? Ich meine zumindest, dass Kohlsuppen und Brei oder sowas sehr, sehr effektiv waren, um die Bevölkerung eine gute Weile lang jetzt hier. Na gut, wir können ja Haferbrei machen. Dafür brauchen wir auch nur Haferkorn und diese Holzschalen. Ja, Manu, ich hatte den Schwein schon für mich Namen gegeben, aber die haben sich offenbar resettet wieder, die Namen. Oh, okay. Ja, die sind leider wieder weg. Das ist natürlich voll schade. Ja. Ja, ich bin gerade überlegen, wo ich meine Fallen hier aufgebaut habe. Weiß nicht, ist jemand im Chat, ob das effektiver ist. Haben die Esel überhaupt sowas wie eine Ausdauer, die verbrauchen können? Ja, die wird auch links angezeigt. Über deinem. Die verbraucht sich halt nur, wenn du sprintest mit dem Esel. Aber ist das nicht mit Shift oder? Das ist mit Shift, ja. König, also ich verbrauche keine Ausdauer mit dem Esel. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Hosting irgendwie, dass nur der Host das hat, aber nicht die mitspielen, glaube ich. Also wenn ich reite, dann habe ich über meinem Statusrad unten links habe ich noch zwei weitere Anzeigen für das Leben und die Ausdauer von dem Esel. Ach so, okay. Nee, habe ich nicht. Also ich kann wahrscheinlich unbegrenzt mit dem Tierchen. Oh, leck. Aha. Ich hoffe vor allem, der Esel rennt jetzt nicht weg, wenn ich den hier abstelle. So, eine ganze Menge Chicks hier unterwegs. Nee, Manu, also Tim hat letztes Mal schon auch Namen vergeben für Esel und so, aber die haben die Spieler jeweils nicht gesehen. Das sieht man nur selber für sich. Genau, das ist nur für den jeweiligen Spieler, der es eingetippt hat. Ja, genau. Okay. Ja, sollten wir jetzt nochmal neue Bewohner holen wollen?
Ich meine, die aktuellen Häuser hast du ja alle ausgebaut, ne? Und wenn wir, die aktuellen habe ich alle ausgebaut, ja. Also wenn ich jetzt neue baue, würde ich eh die hochwertigsten mit Steinen bauen schon. Wollte gerade sagen, da werden wir auch welche mit Steinen nehmen, ne? Dann kann ich mich ja schon mal drauf konzentrieren. Brauchen wir Stein dann also? Da brauchen wir eigentlich ziemlich viel Stein. Stein in großen Mengen und natürlich auch Holz in großen Mengen. Tim kann ja mal in die Mine gucken und schauen, dass er noch Stein mitbringt beim nächsten Mal. Und ich guck mal, wie es mit dem Holz ausschaut und werde vielleicht dann noch ein bisschen aufrüsten. Dass wir schon mal die nächsten Häuser, dass wir schon mal alles vorbereiten an Materialien, dass Koga das nur noch bauen muss. Genau, dann würde ich Stein holen. Mhm. Optimal. Holzstämme ist ja noch ein Esel da. Holzstämme und Bretter sind ja dann vor allem wichtig. Ne? Bretter hast du ja für die Dächer gebraucht und die Holzstämme und Steine dann. Steine haben wir eigentlich noch ganz gut da. Wir haben noch gut 250 im Lager. Kann das sein, dass die den Handel, das Handelsmenü verändert haben? Ich hab's gar nicht drauf geachtet, wie viel Gold ich vorher hatte. Im Singleplayer bleiben sie gespeichert. Ja, aber hier im Multiplayer dann wahrscheinlich nicht. Okay, Red Kaffee, danke. Gehe ich mal vor allem ein bisschen. So, dann. Auf geht's. Ach, jetzt sehe ich das auch mit Ausdauer des Esels. Hm. Das war vorhin irgendwie jetzt gerade nicht da. Okay. Okay, dann komme ich jetzt mal wieder zurück. Mit dem Esel kann ich jetzt auch mal gut Holz fällen gehen. Da rasiere ich mal oben den gesamten Gipfel da ein bisschen weg. Aber eigentlich sollte Tim den Esel jetzt nehmen, wenn er die ganzen Steine besorgen will. Wir haben doch zwei Esel. Aber ich hab den einen. Achso, du hast den anderen. Ja, ich warte, bis du einfach da bist. Alles klar. Ja, ich komme jetzt zurück. Stimmt, ganz vergessen. Man eigentlich auch bei fremden Feldern mit einer Sense das Korn abernten könnte? Digga, das wäre schon frech. Das wär ziemlich. Weißt du, da haben wir direkt instant minus 10.000 Dynastie-Reputation, das Spiel ist zu Ende. Ach Quatsch, also ich sag dann einfach, ich bin der neue Knecht, der hier auf dem Hof aushilft und die Bäuerin sagt dann, ah, alles klar, gut, sehr gut. Und dann hau ich einfach mit dem Esel und dem ganzen Geernteten ab, so, das merkt die doch niemals. Shit, wie bin ich jetzt nochmal abgestiegen? Mit X. Ah, danke. Das stand jetzt nur stand es immer hier, jetzt stand es nicht da. Ich dresch hier dann in der Zeit ein bisschen was. Oh shit. Komm schon, lauf! So, ich habe mir auch heute ein kleines Schmankerl mitgeholt. Gometti Dresden? Nee, den habe ich tatsächlich auch noch. Und du hast mir eine Literflasche geschickt. ich habe hier heute Arizona Wassermelone. Kennt ihr den Arizona? Ach, doch so ein Tee, oder? Eistee, ne, meinst du? Ja, genau. Ja. Ah ja, schon mal gehört. Nein, der Kuga plant keinen Diebstahl. Sowas macht der nicht mehr. Nee, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten hat er sich gelassen, seit er aus dem Bau raus ist. Ja, richtig. Man muss sich ja auch weiterentwickeln. So. Wo bist du? Ich stell den Esel mal hier auf den Dorfplatz an den Brunnen. Ich bin hier gerade am Dreschen in der Scheune. Hagedreschene, genau. Steigende. So. Gut, dann gucken wir mal. Soll ich dann quasi jetzt schon mal anfangen, ein Haus zu bauen, ein großes? Ja, genau. Den Grundriss kannst du ja schon setzen, oder nicht? Yes. Ja, genau, kann ich mal. Okay. Dann gucken wir mal hier. Wir haben sogar schon 240 Steine. Naja, wir haben im Lager gut 250 Steine drin gehabt. Also das aber wie viel braucht man pro Haus? Boah, schon viel, aber jetzt nicht 250. Also ich glaube, es ist weniger als 250, die ich brauche. Er braucht nur 239. Ich kann es dir genau sagen, ich müsste mir die Wände angucken. Also die Anzahl der Wände bestimmt quasi, wie viel Stein pro Wand gebraucht wird. Deshalb. Und dann. Ja, ich guck mal ganz kurz. Also Gebäude, Häuser. Also geht mir darum, ob es effektiver wäre, wenn ich halt helfe, Holz zu sammeln. Darum geht's mir jetzt eher. Holz zu sammeln? Oh, warte mal, ich habe das ganz größte Haus, habe ich noch gar nicht gebaut. Guckt euch das mal an. Wie groß das ist, das ist ja insane. Ich guck da gleich runter. Holz sollte eigentlich hinhauen, wenn ich da jetzt gerade am Sammeln bin, das in den Esel rein tue. Du kannst trotzdem noch mal ein bisschen Stein holen, Tim, weil das werden wir auf lange Sicht immer brauchen. Ach, das ist natürlich ärgerlich, dass jetzt hier diese Schräge. Das ist das größte Haus. Das ist jetzt das allergrößte Haus. Das ist Stufe 3. Ich habe bisher immer nur Stufe 1 und 2 gebaut. Mhm. Aber das ist jetzt Stufe 3 und ich muss das hier ein bisschen zur Seite bauen jetzt, weil quasi das viel zu gut groß ist. Das Dorf wird sich ja sowieso erweitern. Vielleicht können wir auch ein bisschen nach oben gehen, weißt du? Nach oben wollte ich gerne, aber die ist zu schräg. Also ich darf es nicht an einer Schräge bauen, die zu krass schräg ist. Deshalb. Das wäre zu schräg, ne? Das wäre viel zu schräg. Okay, ich hab's jetzt mal platziert. Neben der. Was war das hier nochmal? Schneiderei. Q
guten Hallo. Wollt ihr mal kurz einwerfen, wenn ihr mal Zeit und Lust habt, geht Lost Places plündern. Gibt viele nützliche Sachen und auch Münzen. Es lohnt sich. Haben wir schon gemacht. Da waren wir schon öfters mal. Machen wir immer wieder mal, ja, wenn wir unterwegs sind. Dann. Ich glaub, es lohnt sich wirklich. Das ist wirklich gut. Ist ja auch die Frage, wie in welchen Abständen die sich resetten. Also, das stimmt. Einmal jährlich oder wie oft passiert das? Weil ich habe schon gesehen, dass der oftmals der Loot resettet ist, aber manchmal nicht. Also. Na, wollen wir dann sonst in der letzten halben Stunde heute mal eine gemeinsame Runde nochmal. Können wir machen. Eine Loot-Runde nochmal gucken. Also ich weiß von zwei Orten, wo auf jeden Fall was zu holen ist. Dann können wir ja noch einen dritten Esel kaufen. Stimmt. Sollen wir ja eh machen an dem Sonntag. Ist da Platz für wie viel Platz ist denn da in dem Eselstall? Ich meine, da passen vier Viecher rein. Ich guck mal eben nach. Dann perfekt. Denk dran, nicht alle Steine rauszunehmen in der Produktion. Ja, genau. Also ich kann eh nicht alle rausnehmen, weil ich kann nur einen Teil tragen. Holzstämme brauche ich jetzt erstmal. Ja, da passen vier Esel rein in den nice. Nice. Wie hallo, Tobi jetzt Petri, sagt, hallo. So, ich versuche jetzt mal. Das sind viel zu. Ich kann gar nicht so viele mitnehmen. Aber hier sind auch irgendwo Beeren. Da muss ich ein bisschen aufpassen. 50 kann ich mitnehmen. Überhaupt unterwegs. Ist das Ritter oder ist das Rudi? Sind die bei dir noch benannt? Ich weiß nicht, ich muss gleich mal gucken. Also wenn ja, dann könnte ich mir vorstellen, weil er host das, Tim. Also ich glaube mal, dann sollte das ausmachen. Oh mein Gott, ich habe gerade meinen Esel auf der Distanz gesehen, im Augenwinkel, und dachte, das ist ein Reh, und habe schon instinktiv gedacht, ich hole jetzt den Bogen raus und schieße drauf. Alter. Das ging in der uralten Version von Medieval Dynasty noch, dass man Felder von anderen Dörfern ernten konnte, aber das ist gefixt worden. Okay, alles klar. Schade. Das ist hier der rasende Rudi, mit dem ich hier unterwegs bin. Okay, krass, dann sind die bei dir tatsächlich noch benannt. Ja. Weil bei mir ist das alles weg. Die Blaupause hast du schon gesetzt, ne, vom Haus? Hab ich gemacht, ja. Neben der Schneider, also neben der Näherei direkt. Ah. Ich habe mal gelesen, dass verlassene Zeltlager verschwinden nach einem Jahr oder so. Also in-game, wenn man da in der Nähe baut oder so. Okay. Das haben wir ja nicht. Also. Aber ob die irgendwo neu spawnen, keine Ahnung. Was passiert? Wann ist Fist da oben ohne? Ja, das ist Sommer halt. Und so ist die Temperatur halt erträglich für den Dude. Das ist da, um die weibliche Zuschauerschaft anzuziehen und bei Stange zu halten. Bei Stange zu halten. Wir wollen ja auch irgendwas bieten. Aber tatsächlich habe ich so dieses Hitze, also diese Hitze Anzeige unten habe ich gar nicht mehr. Die ist komplett nicht weg. Ich weiß gar nicht warum. Bevor wir geschlafen haben, war es noch sehr, sehr warm. Da war die noch da, auch wenn man nichts an hatte. Ah, krass. Aber jetzt ist auch weg. So, ich habe einige Holzstämme gelegt, Tim. Das ist gut. Wenn du noch mehr brauchst, gib Bescheid, ansonsten kümmere ich mich jetzt um Bretter. Ja, genau. Hier bauen. Nee. Okay, Blackira sagt, die Orte resetten sich gar nicht. Alter, und Xalas hat die. Der dritte heute, der seit 13 Monaten gesubbt hat. Richtig krass. Ui. Vielen Dank auch dir dafür. 13 Monate ist halt schon krass, Alter. Vor allem, das ist das letzte Emote, was ich habe. Das letzte Symbol, glaube ich. Muss ich mal neue machen, falls halt jemand dann in den 25. Monat kommt. Danke für den Tipp mit E. Ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich jetzt die Wände hier austauschen kann. Brauchst du noch Baumstämme, Tim, oder reicht das soweit? Nee, brauche ich nicht. Ich brauche Steine auf jeden Fall und Bretter jetzt. Gut, Bretter. Wie viele brauchst du in etwa, grob? Ich guck mal ganz kurz. Also für die Dachseite brauche ich. Achso, das ist jetzt Rieddach hier noch. Ich brauche Dach mit Schindeln. 20 Bretter und ein Holzstamm pro Dachseite. Das wären also. Ich glaube, das ist jetzt hier. Wenn du noch Holzstämme brauchst, ich leg dir noch ein paar hin. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt 80 brauche. Ich glaube, ich brauche 40. 20 pro Seite. Weil das Haus ist wirklich verdammt groß. Kümmere ich mich gleich drum. Ich habe dir nochmal ein paar, Danke dir. Stämme hingelegt, weil ich glaube, da wirst du nochmal brauchen, wenn die für die Dächer ebenfalls benötigt werden. Ja, genau. Also ich brauche einen Baumstamm pro Dachseite, aber Hauptsache Bretter halt, ne? Bretter, ne. Die Zeltplätze spawnen woanders neu, ja, okay. Die sind auch mal so ein bisschen random, ne? Ob da Banditen beistehen oder. Das sind Bäume, die sich lohnen. Also bei mir wird noch geschrieben, Lost Places in Form von Ruinen bleiben bestehen und sind nach dem Looten aber auch immer leer. Okay. Ah, okay. Zeltlager
oder auch kaputte Gespanne oder so spawnen, aber immer wieder mal auf der Karte neu, verschwinden dann aber auch nach einer Jahreszeit. Okay, krass. Also das heißt, wenn wir eine Ruine mal geplündert haben, ist da, glaube ich, nie wieder was drin, oder? So habe ich das jetzt verstanden jedenfalls. Also zumindest so, das, also so Gebäude quasi, verlassene Gebäude. Aber ja, wenn es einfach nur so irgendwelche Zeltlager sind, wo einfach oder so ein paar umgeschubste Karten auf dem Weg, die scheinen anscheinend immer wieder random irgendwo aufzutauchen. Mhm. Also waren das die Karten immer wieder, die ich neu looten konnte. Okay, das erklärt auch, warum, glaube ich, immer wieder die leeren Häuser, wo ich war, dann immer noch leer geblieben sind. Habt ihr auch immer jetzt mal wieder einen Lag? Ganz kurz hatte ich eben einen. Minimal, ja. Achso, jetzt bin ich hier zu überladen, ne? Okay. Verdammt. Ja, ich habe immer mal wieder einen Lag jetzt. Was sind das? Auch so einen ganz kurzen Ruckler hier und da, ganz kurz. Eins, zwei, drei. Oh, okay. Ergiebig. Oder. Oh. Rudi Tragekapazität 75 Kilo. Aktuell auf Rudi geladen 178. Ach, das geht noch. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Scheiße. Lul. Okay, also muss ich 100 Kilo abladen. Aber mal so ist okay für ihn. Alter, krass, der kann sogar mit 150 Kilo, kann der sogar laufen. Ja, hat er da nicht auch so eine eigene Gewichtsanzeige vielleicht? Ja, irgendwo? Genau. Naja. Die ist dann zwar gelb und ich vermute mal, er wird langsamer sein, aber er wird laufen. Wie ich mir gerade noch vorstelle, wie er sich nur noch wie so eine Schildkröte fortbewegt, einfach schon mit dem Bauch am Boden schleifend und bloß noch so mit den Gliesmaßen nach vorne bewegend, so langsam nach vorne ziehend. Ja, 13 Monate schon, ey. Das ist echt krass, wie schnell die Zeit vergeht, ey. Guck, wie schnell er jetzt ist. Also okay. er bewegt sich mit 150 Kilo geladen, aber ungefähr mit einem Zentimeter pro Stunde. Also es ist wirklich ultra langsam. Okay, nee, das geht so nicht. Also, wenn du jetzt loslässt, bist du vielleicht bis Folge 4 heute Abend da. Nee, da würde ich nicht ankommen. Okay. Das ist wirklich so langsam, das ist wirklich... Auf dem Weg verhungerst du wahrscheinlich dann, ne? Wahrscheinlich eher das, ja. Okay, Moment, dann werfen wir... Warte mal, was passiert? Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn ich mich jetzt überlade, aber den Esel halt nicht und dann aufsteige? So, jetzt, ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Das wäre 10 von 10 durchgespielt einfach. Ja, geht. Ich kann jetzt reiten mit dem. Easy peasy. Okay, also ich habe jetzt 150 Kilo dabei und der Esel hat nur 75. Es ist zwar immer noch sehr behäbig, aber es geht jetzt. Geht voran. Das ist gut. Man kann sich unterhalten. Das ist doch asymmetrisch das Dach gewesen gerade, ne? Habe ich mich auch gerade gefragt. Genau, offensichtlich als treues Mitglied bei Fester, so ist das. Als der Mord ist schon stabil. Für die Ewigkeit, ja. Das ganz fette Haus hat ja einen Platz für 4 Einwohner, soweit ich weiß. Also, oder vielleicht sogar für 5. Aber ich glaube, es ist trotzdem nur wieder ein Mann, eine Frau und eben mehr Platz für Kinder. Das ist das und Problem. Zwei Kinder halt, ne? Nee, 3 Kinder, ja, dann vielleicht, dann oder? 3 Kinder, glaube ich sogar, ja. Aber das Problem ist, das ist dann halt ein Investment für die Zukunft, weil bis die ausgewachsen sind, dass die mal arbeiten können, wird noch eine ganze Menge Zeit vergehen. Das stimmt. Aber wann bekommen die mal Kinder? Das sind die wichtigen Fragen. Centrix, grüß dich, moin. Aber mal, die Häuser gehen anklopfen, so, hey, macht mal ein bisschen hinne hier. Hier, wir brauchen Arbeiter, hallo. Ramba, Zamba. Ab geht er. Es ist schon, weißt du, es ist schon eine sexuell offene Kommune. Ja. Und trotzdem vermehren die sich nicht. Das ist schlimm. Weißt du, weil es auch von heute auf morgen geht. Erstmal kennenlernen, heiraten und direkt am nächsten Tag schon Kinder kriegen. Vielleicht kommt ihr auch nicht damit klar, dass jeden Tag die Partner getauscht werden. Oh, schön. Geiler Bahn. Dankeschön, Centrix. Genau, das Projekt ist einfach zu Ende, wenn ich mit dem Esel wieder ankomme. Dann kommst du im Dorf wieder an und da kommt so die Endcredits reingerollt. Die Endcredits. Directed by George Lucas. Mit Devil Dynasty. Directed by George Lucas. Krasser Typ, dieser George Lucas, wenn er noch nebenher so ein Spiel wie mit Devil Dynasty aufzieht. So, da hier hätte ich ganz gerne eine Flecht. Wobei, nee, das Haus können wir mal richtig insane jetzt machen. Jawoll, ordentlich Bretter. Bei Folge 121 kommt dann ein Bär und der ganze Weg war umsonst, ja. Weißt du, und dann stellt man fest, dass man dann zusammen mit dem Esel zu neu im Dorf spawnt halt.
Nee, du spawnst im einen Dorf und der Esel im anderen. Musst das mal abholen. Das wäre gemein. Rutschen, kannst du mir gerade ein paar Bretter herstellen? Entschuldigung. Ich habe dir gerade welche gemacht. Ich bringe sie dir rüber. Ah, sehr gut. Das ist nett. Danke. Ich frage mich halt, was ist denn, wenn man jetzt den Esel zum Beispiel... Weil der ist jetzt ja dem Stall fest zugeordnet. Was wäre denn jetzt, wenn man den einfach irgendwo stehen lässt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt ausprobieren will. Du bist da zurück und Udo und Koga haben schon Gewehre, ja klar. Zu schon in der nächsten Zeit. Weißt du, unsere Base einfach sieht so aus wie die von DayZ, einfach nur so mit Stacheldraht umwickelt, so mit Wachtürmen. Ah, Tim, bist auch mal wieder da, schön. Ich finde aber, es hat schon was hier so, auch mal ein bisschen slower hier so über die Wege zu reiten. Ja, die Natur sieht ja aber auch geil aus, so, das ist schon hübsch, das Game. Geil. Kommt eigentlich nochmal irgendwann Gothic 2, Gothic 3, Hide and Seek, was mal geplant war? Aktuell ist da jetzt nichts weiter geplant, Centrix, weil das hat sich einfach ein bisschen verlaufen. So. Aber wenn da mal wieder was kommt, dann wirst du es hoffentlich sehen. Aber aktuell ist gerade nicht geplant. So. Dach mit Schinde, let's go. Boah, ich brauche tatsächlich 80 Bretter, Ute. Boah, ich hab dir 64 gegeben. Okay, ich bin... Okay. Ich bin zum Glück damit dabei. Dann bekomme ich 3 Seiten auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist schon mal gut. Boah, das ist wirklich viel. Oder wird das jetzt schon wieder Abend hier? Tatsächlich? Ja, krass. Es geht ziemlich fix. Unter Fähigkeiten kann man lernen, das Pferd bzw. den Esel zu sich zu rufen mit einer Tastenkombi. Genau, das wird mir gerade auch geschrieben. Du kannst das Reittier auch zu dir rufen. Das ist natürlich echt nice. Kann man sich dann eins direkt an sich binden? Ist es dann ein spezielles, was man zu sich ruft, oder kommt dann immer ein zufälliges? Gute Frage. Ich probieren? Das hat aber dann so richtige Kingdom Come Deliverance Vibes, da ist es ja genauso. Wenn du da X gedrückt hältst, dann pfeifst du kurz und dann spawnt das Pferd einfach so 3 Meter neben dir oder so. Wo soll ich die Steine hin tun? In den Speicher oder direkt irgendwo anders abladen? Erstmal ins Materiallager ist vielleicht gut. Okay. Das wäre gut. Oder wenn man so will, auch wie bei The Witcher einfach nur, wo du Plätze überall rufen kannst. Ja, genau. So, na, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, also ich brauche jetzt noch 16 Bretter, dann ist das Haus fertig. Ah, apropos umgestürzte Karren, da ist ja wieder einer. Aber ich glaube, ach, der ist schon gelootet. Hätte mich auch gewundert, so nah an unserer Base. Ach, mit G drücken kommt der Esel. Okay. Ah, braucht man du hast die Fähigkeit nicht Dorfpfeife. Okay, ich dachte, die hast du automatisch, Kurga. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich die Fähigkeit ja schon automatisch haben, eigentlich. Oder? Okay. Die größte Dorfpfeife. Weißt du, gehst du zum Lehrer, der es dir beibringt, da schaut dich so an. Ich weiß nicht, was du hast, du beherrschst du doch schon längst. Du bist doch Meister, oder? Eigentlich müsstest du mir das zeigen. Oh, Esel, nein! Oh, schön. Oh Gott, aua. Ich wollte gerade sagen, der Baum streichelt ihn sanft, aber es hat anscheinend trotzdem wehgetan. Der Baum ist auf dem Esel gelandet. Ich habe einen Trank, der nennt sich Trinktrank. Ein Trank wird am Kräutertisch der Kräuterhütte hergestellt, lässt das Durstgefühl für eine Weile weniger stark zunehmen, kann getrunken werden. Der Trinktrank, auch nicht schlecht. Tick, Trink und Trank. Tick, Trink und Trank, genau. Ich mache noch 2 Birken und dann komme ich zurück. Dann kümmern wir uns morgen um das restliche Haus. Okay. Ich glaube, ich mache jetzt noch keinen Bronze, weil wir brauchen ja auch ein. Vielleicht kriege ich die Blätter noch rechtzeitig hin. Kupfer brauchen wir. Kleinsamen und Federn habe ich noch im Überfluss. Die Federn lege ich mal in die Schmiede. Ja, für Bolzen und Pfeile und so. Das war doch korrekt hier, oder? Ja. Ja, okay. Dann macht Kora kein Federlesen, was das angeht. Dumms. Genau. Ich wische jetzt so ein Soundboard, das jetzt auf einem Soundboard hier liegen. Dieses, aber heute Tusch. Leckt's aber auf jeden Fall zwischendrin immer mal wieder. Ja, so ein bisschen, oder? Schon, ja. Ne? Ja, schon, merklich also. Ich habe immer noch keine Fackel, ich muss mir unbedingt eine Fackel machen, die habe ich letztes Mal schon vergessen. Wäre beinahe deswegen. Oh, na gut, draufgegangen ist nicht unbedingt, aber ich habe nichts gesehen, das war ein Problem. Geh wie, komm mal her, Esel.
Da sind Bretter. Ach, Thor, waren da schon Brettermateriallager jetzt hier? Kommen dann alle Esel zu. Du kannst mal gucken, ob im Materiallager welche sind. Es kann sein, dass welche vom Holzfäller hergestellt wurden. Ja, hier sind Bretter. Oh Gott, ja, die nehme ich direkt. Klasse. Kann ich mir eine Fackel craften? Kann ich natürlich nicht. Kinder, das Schlimmste, was einem passieren kann in diesem Spiel. Deshalb bin ich schon mal pleite gegangen, aber da habe ich mit 500% gespielt. Das Rufen funktioniert übrigens nur, wenn das Reit hier nicht überladen ist, also darf nicht im roten Bereich sein. Okay, wieso geht man wegen Kindern pleite? Unterhalt. Das ist mir ein bisschen zu realistisch, muss ich sagen. Das ist mir zu realistisch. Ey, stell dir das mal vor. Das gibt's halt wirklich. So, stell dir vor, hier die Niradka und ich, wir scheiden uns und sie kriegt quasi die Sorgerechte fürs Kind durch Mirogott und ich muss dann jedes Jahr auch nochmal eine Summe X an die Niradka zahlen und nicht nur die Steuern, weißt du? Das wäre so krass einfach. Da bin ich, ja. Na gut, dann kann ich ja nochmal eben fix Stroh sammeln gehen für eine neue Fackel. Ja, genau das. Ich wollte mir auch mal gerade eine neue Fackel machen. Ich wollte auch mal Stroh holen eben. Korans Dorfpfeife Esel reitet auf Cora zum nächsten Dorf. I don't get it. Sehr dunkel ist es gerade. Ja, wir haben echt einige Bretter noch da. Das ist ganz nice. So, das Haus ist jetzt ready. Was brauchen wir denn als nächstes für Leute? Was, Wir können ja nicht alles hochskalieren. Also wir können... Was halt vielleicht ganz geil wäre, ist, wenn wir hier so eine Buddelgrube machen würden, weißt du, damit wir halt auch Steine und so automatisch bekommen. Ich meine, wir haben doch, glaube ich, schon eine, oder? Können wir die noch weiter besetzen? Ich habe eine gebaut. Ist da schon jemand drin, beziehungsweise ist... Müssen wir dann gleich mal gucken. Also Richtung Südwesten den Berg hoch, da habe ich so ein Haus gebaut. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Genau, das habe ich tatsächlich schon gesehen, das Ding. Das geht um, genau, Steine und Bergbau war das eigentlich so ein Teil, richtig. Gut, wir können uns, glaube ich, mal pennen legen, nehme ich mal an. Achso, was ich als nächstes bauen will, sind so Standfackeln hier im Dorf. Sekunde. Einfache Fackel. Ne, wo kann man das denn machen? Mhm. Ich säge noch schnell ein paar Bretter, dass wir fürs nächste Mal gleich schon welche haben. Aber ja, mehr Holzfäller zu haben, wäre auf jeden Fall praktisch. Ich glaube, wir haben... Ne, zwei Vollbesetzer haben wir gar nicht. Wir können den zweiten auf jeden Fall einen weiteren Holzfäller machen, weil meine Frau wird ja wahrscheinlich noch eine Weile in Mutterschaft bleiben. Wir haben noch keine Kräuterhütte, sehe ich gerade. Soll ich mal eine Kräuterhütte bauen? Kräuterhütte könntest du auch schon mal machen. Da könntest du auch jemanden einstellen. Und dann für den... Jetzt haben wir schon fast eine ziemlich lange Einkaufsliste, was wir alles noch haben wollen. Na gut, wir können ja ein paar Häuser bauen, ist doch kein Problem. Ja, wir können auf jeden Fall noch ein weiteres bauen danach. Ja, das muss sogar für vier Leute Platz haben. Dann können wir einen Kräutersammler machen, noch einen Holzfäller mehr, einen für den Grabungsschuppen und dann haben wir noch eine Karte offen. Konnte man nicht so Standfackeln bauen? Konnte man, ja. Ja. Die waren bei aber Dekoration. Dafür brauchen wir aber Ton. Beleuchtung hier. Ja, ich sehe es. Genau, da habe ich nämlich letztens auch schon geschaut und das Problem war, dass irgendwas gefehlt hat. Ich glaube, es war Ton bei uns, die Tongefäße. Zumindest wenn man diese Gefäße haben will. Und ich finde, die schauen schon am besten aus irgendwie. Also für Standfackel brauche ich Stock, Leinengewebe, Stein und Leinengarn. Mhm. Das klingt nach einer Aufgabe für dich. Sollten wir grundsätzlich machen können, wenn wir mit Standfackeln arbeiten wollen, aber ich finde diese Tonschalen schon irgendwie cool. Eine Töpferei habe ich da, aber dafür bräuchte man erstmal Lehm. Und die Sache ist die, das würden wir auf jeden Fall bekommen, sobald wir einen Grabungsschuppen in der Nähe von so einer Lehmgrube bauen. Mhm. Okay. Dann kriegen wir nämlich auch Lehm herangebracht und töpfern kann ich auch bei mir. Na, Lehm haben wir ja unten hier im Tal, wo der Wasserlauf ist. Richtung Osten. Soll ich da mal so einen Grabungsschuppen bauen? Da kannst du mal noch einen zusätzlichen Grabungsschuppen machen. Ich weiß nicht, ob es da wirklich notwendig war, weil bei den meisten Ressourcen ist es komplett egal, wo du sie aufbaust von Ressourcengebäuden, aber ich glaube fast mich zu erinnern, dass es beim Grabungsschuppen mit Lehm was Besonderes war, dass der da schon in der Nähe sein sollte. Okay, gut, na, gucken wir uns das mal an. Wir können ja erstmal pennen gehen. Ja. Jo, können wir gleich machen, weil ich bringe schnell die Bretter weg. So, Bretter sind auch aufgefüllt. Ups, wie ins Bild. Erst was getrunken. Achso, ich dachte schon fast, du hast jetzt im Bett da. Ja, red weiter, Odrin. Private Kurga-Stunden gegeben. Was sind denn? Ich frag nicht. Nee, alles gut. Das ist dein Geheimnis. Irgendwie muss man sich ja beschäftigen, wenn es Zoff mit der Frau gibt. Ach so, das sind Kurga-Stunden. Okay. Ja, alles klar.
Wäre es zu viel verlangen, wenn man eine Besichtigungstour vom Dorf verlangen könnte? Ne, das können wir doch mal machen. Das können wir doch mal machen. Können wir im Grunde machen, ja. Dann lasst uns doch mal unten an den Feldern treffen. Dann können wir mal eine kleine Besichtigungstour machen. Guck an, Vito, jetzt kriegst du sogar hier umfangreiche Besichtigungstour. Mitten im Regen. Aber wir müssen das alle zusammen machen, Ulf, du musst auch mal drunter kommen. Ja, ich komm. Wir fangen unten bei der Holzfällerhütte, fangen wir an, hier. Es gibt unten eine Holzfällerhütte? Achso. Hier, genau. Okay. Die ist aber aktuell nicht bemannt, da hat meine Frau drin gearbeitet, aber die ist ja aktuell noch immer noch im Mutterschaftsurlaub. Die hat keine Lust zur Arbeit. das ist die Wahrheit, ja. Ja, genau. Aber offiziell ist es Mutterschaftsurlaub. Offiziell, genau. Genau. Also hier eine hübsche kleine Holzfällerhütte. Und hier haben wir östlich ist das ja hier, wo wir gerade sind vom Dorf. Hier haben wir drei Felder. Aktuell, das liegt im Moment brach, weil das mit Roggen befüllt wird, sobald es Herbst ist. Hier haben wir zwei Haferfelder, der Hafer wächst gerade. Ich habe hier noch vor, sowas wie eine Vogelscheuche hinzubauen, habe ich gerade gesehen, sowas gibt's. Das hat zwar, glaube ich, keinen Effekt, aber sieht einfach hübsch aus. Die Zäune haben auch keinen Effekt, aber fand ich einfach auch cool, die hier hinzubauen, also habe ich das einfach gemacht. Sogar hier mit Eingangstor, hier, wenn man da überall reinkommt. Die Esel, ey, super. Genau. Und dann hier habe ich eigentlich vor, irgendwann eine Palisade zu bauen. Also quasi hier oben auf dem Felsen und hier entlang, sodass ich hier so eine Art Eingangstor oder sowas bauen kann. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Und dass das dann auch mit dem Felsen hier drüben irgendwie abschließt. Mal sehen. Und ja, hier vorne haben wir unsere Viehzucht. Einmal Eselstall und Schweinestall. Hier sollen dann noch, also hier ist noch Platz jetzt für weitere Tiergehege, je nachdem, was wir uns dann noch holen wollen, worauf wir noch Bock haben, kommt das dann auch noch dazu. Guck mal, hier ist sogar das Ferkel, das können wir sich ja mal kurz angucken. Ja, genau, das ist hier irgendwo. Jetzt ist der mit dem Esel da reingeritten in den Schwein. Ich glaube, sie steigen ab, oder? Ach stimmt, die haben ja schon einen Ferkel geboren mittlerweile, ne? Ja, ja. Ihr habt ja keins gekauft, das ist von selbst entstanden. Nee, jetzt. Das ist entstanden von selbst, ja. Die haben wirklich gematet da drin. Nice. So, dann muss ich mal ganz kurz, ich hol mal ganz kurz den Dung hier raus, Sekunde. Bei den Eseln liegt auch wieder was. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles mitnehmen kann. Sekunde. Kurz war das Ferkel totgeritten, Alter. Scheiße, das ist so ultra winzig, das Ferkel. Alter, der liegt tatsächlich 100% Dung, ey. Du, wie viel das ist. Krass, kann ich direkt in die Scheune bringen. Okay, dann geht's weiter. Ja, und dann haben wir hier schon unseren Dorfplatz. Hier, das ist so das Zentrum des Dorfes. Diese drei Häuser hier zu meiner Rechten, die standen als allererstes. Die waren auch noch aus ganz einfachem Flechtmaterial. Das sind unsere Wohnhäuser hier. Dann haben wir hier das Vorratslager. Hier lagern Steine, Holz, andere Baumaterialien. Direkt daneben der Kornspeicher, dieses Gebäude hier. Und dahinter befindet sich unsere Küche. Die ist hier und unser Hühnerstall. Die Toslava steht da zwischen den Häusern und kümmert sich gerade um die. Genau. Ja, dann geht's hier oben weiter. Hier haben wir die Scheune. Hier wird Hafer und Roggen gedroschen. Und auch manchmal... hier kommen auch die Kinder rein, wenn sie unartig sind. Genau. Dann haben wir hier, das ist die Werkstatt. Da kann Tim wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, was man hier machen kann. Ich glaube eher Utwin, ne? Oder Utwin? Allgemein ja, die Werkstatt ist hauptsächlich für Holzwaren aller Art, so Löffel, Teller. Teller sind vor allem das Wichtigste und so Gefäße, um dann die Suppen und die ganzen Gerichte reinzutun. Und später kann man ja auch töpfern für die Tongefäße, die wir brauchen. Unter anderem, dass wir hier mal so ein bisschen Beleuchtung reinbekommen. Dann haben wir hier die Schmiede, Tims hauptsächlicher Arbeitsplatz. Und der seiner Frau, er wieder. Nette Frau übrigens. Dann haben wir hier hinten noch ein paar weitere Wohnhäuser. Hier so, dann mittlerweile auch alle aus Steinen ausgebaut. Dann haben wir so ein kleines, hier geht es so Richtung Wohngebiet, das ist so in die Richtung hier. Dann haben wir hier die Näherei von Utwin. Hier wird Stoff, Schuhe und andere Kleidungsstücke hergestellt. Und dieses Haus haben wir gerade eben erst gebaut. Hier wird eine Großfamilie einziehen wahrscheinlich. Oder das ist unser Billardraum, / Tischkickerraum. Ich weiß noch nicht, was wir da reinmachen. Mal gucken. Die Spielhalle einfach nur. Alles von die Spielhalle, genau. Und so, die Spielothek ist da drin. Und so ein Blackjack-Tisch einfach nur. Das wäre richtig cool. Weißt du, so ein altes, mittelalterliches Dorf, machst du das auf, sieht von drin einfach aus wie Vegas. Mit so Leuten in Anzügen, so einem fetten Poker- und Blackjack-Tisch einfach nur. Sollte eigentlich umgedreht sein, aber... Okay. Ja, und hier haben wir die Jagdhütte, genau. Wo Skibora und Nasir und Kislav
offenbar gerade drinstehen und nichts zu tun haben. Da kommt ein Esel rein, Alter. Aber die sind hier drin, oder was? Die stehen hier drin und machen irgendwie gar nichts. Die drehen Däumchen. Ne, da oben ist ja auch noch vier. Ich komme nicht rein mit dem Esel. Gehst du wirklich hier rein? Danke. Ah ja, tatsächlich. Die fegen hier nur. Wenn die fegen, ist immer das Zeichen, die haben gerade nichts. Der lehnt sich ja hier richtig an, Digga. Ja, hat einfach nichts zu tun hier. Was ist das? Anyway. Genau, und das war's auch schon im Groben und Ganzen. Was ich noch vorhab, da oben, wenn wir hier auf den Berg zurückgehen. Oh, stimmt, die Apfelplantage muss ich auch noch zeigen, genau. Was ich noch vorhab, in Zukunft, das ganz große Ziel ist, dass über dem Dorf hier oben eine Motte entsteht. Erstmal aus Holz und dann vielleicht später mit Steinelementen. Mal gucken, was das Spiel dann noch so hergibt. Das soll dann quasi hier auf dem Berg passieren. Da werde ich dann noch eine passende Stelle suchen. Genau, und wie Tim schon sagte, wir haben noch eine Apfelplantage, ja. Die ist gerade hier noch am Wachsen. Das sollte nächstes Jahr dann soweit sein, dass die dann größer werden. Und vielleicht im übernächsten Jahr schon Früchte tragen. Dann mal gucken. Da haben wir jetzt hier alles angebaut. Wir haben hier Pflaumenbäume, Birne, Apfel und ich glaube Kirsche, genau. Ja, und hier noch eine Holzfällerverarbeitungsbude. Da arbeitet irgendeine Mulle. Genau, ja, das ist eine unserer Holzfäller tatsächlich. Wir hatten ursprünglich zwei, wie gesagt, einen davon ist meine Frau, die jetzt aufs Kind aufpasst. Aber das zweite, da holen wir mit noch einen jemand dafür her. Dafür. Andererseits, es dauert gar nicht mehr so lange, bis meine Frau, glaube ich, aus der Mutterschaft raus ist. Das heißt, die kann dann auch bald wieder besetzen. Von daher, der zweite Holzfäller rennt gar nicht so dringend weg. Aber irgendwann trotzdem mehr als zwei zu haben, ist trotzdem nicht schlecht, weil dann haben wir wirklich mal richtig gute Holzproduktion. Und da ganz oben, da ist so ein kleines Gebäude, das ist der Grabungsschuppen. Da werde ich jetzt einen zweiten von bauen, und zwar unten am Wasser. Ich habe übrigens mal geschaut, es ist doch gar nicht so wichtig, in der Nähe von Ton zu bauen. Ich habe jetzt mal beim alten Grabungsschuppen eingestellt, dass der Ton herstellt. Also es ist doch egal, wo du es hinstellst. Na, dann also du kannst es auch oben am Berg hin machen. Oder wenn du es einfach stimmig haben willst, baust du einfach nur unten einen beim Ding hin. Ich hätte auch überlegt, dass wir mal bei Überleben kann ich noch die Fischerhütte bauen. Soll ich die mal bauen? Kannst du machen, ja. Oder Kräuterhütte? Ich weiß nicht, was die Kräuterhütte ist. Die Kräuterhütte ist, glaube ich, wichtiger. Dann können wir uns nämlich wirklich einige verschiedene Kräuter sammeln lassen, die auch für Heilung und sowas gut ist und für Tränke. Und da können wir auch unsere Pfeile vergiften. Ah, oh, das ist natürlich nicht schlecht. Na, dann werde ich mal die Kräuterhütte, werde ich mal neben der Jägerhütte bauen vielleicht, oder? Das klingt doch gut. Würde sich anbieten, ja. Entweder vom Holzfäller da hinten oder beim Jäger. Beides würde passen. Wie hieß die Person aus deinem Chat, Tim, die jetzt diese Führung haben wollte? Wütri. Wütri, ich hoffe, Ihnen hat diese kleine Führung gefallen. Bären Sie uns doch bald wieder und besuchen Sie unser Dorf. Das Geilste wäre, es kommt raus, vor 5 Minuten ist er schon gegangen. Nee, er ist noch da. Meine kleinen Gefühle werden dann verletzt. Weißt du, das ist so der Augenblick, wo du so eine richtig, richtig umfangreiche und aufwendige Führung machst, riss dich um, ist einfach keine Sau mehr da. Ja, danke, Lord Boysen, habe ich gerade gemacht, jetzt bin ich wieder verdurstet fast. Dann baue ich doch jetzt mal hier. Das hier ist, glaube ich, der Grabungsschuppen hier, oder? Oben auf dem Berg ist der Grabungsschuppen, ja. Er sagt ein Augenschmaus, vielen Dank. Oh, wunderbar. Freut mich. So. Kiris, grüß dich, moin. K-Mord, guten Abend. Ihr zockt da mit Medieval LAN Party in dem neuen Haus. Ganz genau sehe ich aus. Letzte Woche haben wir uns ja über das Discord-Dosentelefon unterhalten, was wir zwischen unseren Häusern verlegen. Das war ganz übrigens super. Auch von Unlicht gefragt, ob man das Spiel auch gut alleine spielen kann. Ich glaube, da kann Unschön was zu sagen. Also bis kurz bevor der Koop gekommen ist, hat man das Spiel ja nur alleine spielen können. Der Koop ist ja was Neues. Und ja, das Spiel kann man auch sehr gut. Ich meine, das ist ja darauf ausgelegt, dass du das hier alles automatisierst. Das ist mehr oder minder, wenn du es so willst, ein Factorio im Mittelalter. Wenn alles gut läuft, automatisierst du alles und du musst dich dann irgendwann um gar nichts mehr kümmern und du schaust, dass du immer mehr dein Dorf verwaltest, dass die Sachen für dich herstellen und machen. Aber ja, auf jeden Fall ist es auch zum Alleinespielen sehr gut geeignet. Ja, und ich merke gerade auch, Unlicht ist wirklich auch schon ein Oldschooler, weil Kurga, der fragt nämlich gerade, kommt denn mal wieder was von Yu-Gi-Oh! Mit dir und dem Kurga? Ach, du da musst du wohl Kurga fragen. Und Licht. Also. Tja, Yu-Gi-Oh, ey, ne? Wie soll ich sagen? Ich glaube halt einfach, dass ich kein würdiger Gegner für Tim bin und dass das halt nicht so spannend zum Angucken ist, glaube ich. Um es anders ausgedrückt, Kurga kriegt zu sehr aufs Maul. Da kriege ich so hart auf die Fresse, das ist einfach. Das war mal eine Zeit lang ganz witzig, aber dann war es irgendwie so. Lass lieber Rocket League spielen.
Aber ich sehe so schon wieder, die Zeit verging jetzt echt schnell. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Also im Grunde ist die Folge vorbei. Ich würde bloß noch schnell den Dung hier weiterverarbeiten. Oh, nett, danke dir. Dann muss ich das nicht machen. Apropos Scheiße, die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Okay. Talor, grüß dich. Und Drakey, grüß dich auch. Dich, moin. Deine Schmerzgrenze wurde erreicht. Ja, genau, also bei dem Yu-Gi-Oh!-Thema wurde meine Schmerzgrenze dann irgendwann erreicht. Ja. Also ich lege da mal, ich glaube, es ist auch ganz gut, soweit ich weiß, den Dünger einfach wieder ins Lager zu legen, dass die Arbeiter sich es nehmen, aber für dich, Koga, weil du selbst düngst aktuell, lege ich es dir mal wieder in den Schuppen rein. In den, oh, das ist super nett, da muss ich immer nicht so ewig weit latschen. Ne? Ja. Dünger. Nein! Haben wir jetzt wieder ganz ordentlich was da an Dünger? Das ist gut, dann kann hier, sobald dann Herbst ist, kann ich dann den ganzen Roggen wieder reinarbeiten. Wobei, wir haben doch die Toslava, die dann theoretisch den Roggen anbauen kann. Da muss ich das nicht machen. Ja, theoretisch. Ja, das ist schön. Sehr, sehr schön. Ich sag nur Goblin-Deck. Der bettelnde Goblin. Goblin-Deck. Oh, das waren wilde Runden teilweise. Jo. Ich war zwar nicht dabei, aber ich glaube euch. Ich kann mich aber erinnern, apropos, irgendjemand hat mir mal geschrieben, so auf YouTube im Sinne von, ja, GG beim Yu-Gi-Oh! Game. Hab gemeint, hey, was willst du? Und der hat dann, und dann geschrieben, ja, hier bei Yu-Gi-Oh! Jemand Musik der Utwin hieß, das bist doch du. Hab gemeint, nein? Ja, ich erinnere mich an den. Der hieß nämlich wirklich auf Steam Utwin mit dem gleichen Profilbild. Okay. Und da habe ich so gesagt, so, hey, sag mal, also, weil er kam halt auch so an, so, ja, lass mal eine Runde spielen oder so. Da habe ich so gedacht, so, ja, ist halt nicht so cool, wenn du dich halt wirklich genau so halt, ne, darstellst, als wärst du das. Und dann hat er das Profilbild zwar behalten, aber er hat sich dann wirklich umbenannt in Utwin-Fan. Das hat er dann gemacht. Oder ja, es war absolut nicht Utwin. Überhaupt, absolut, ja, überhaupt gar absolut gar nicht Utwin. Und dann einfach mein Profilbild so ein Schnauzer aufgesetzt. Oder kennt ihr diese Fake-Brillen mit, ja, den, genau, Nasen, diese Brillen mit den Nasen? Genau. Ja, genau. So ein Ding muss ich mir eigentlich auch mal besorgen irgendwann. Aber okay, ich würde mal sagen, das reicht für diese Folge. Das war jetzt einfach Holzsammeln für weitere Häuser und eine Dorfrundfahrt quasi, eine Tour. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn wir höchstwahrscheinlich noch mehr Häuser bauen und mal neue Leute ranbringen, dass das Dorf mal wächst. Dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss, auf Wiedersehen.